Willkommen bei einem Informationsvideo und ja, ihr habt bestimmt gemerkt, keine Videos in letzter Zeit. Das liegt ja leider daran, weil das Rennen immer so lange dauert. Das dauert so für ein paar 3 Stunden. Und wenn ich 2 Parts machen möchte, dann dauert es 6 Stunden. Und da ist schon mal ein halber Tag vorbei. Das heißt, ja, das ist komischerweise nur bei den PC-Spielen so, also bei den Spielen, die ich mit Fraps aufnehme. Bei denen mit Camtasia aufgenommen, also bei den Let's Plays, die ich mit Camtasia aufnehme, dauert es nicht so lange. Und deswegen werde ich ein PC Let's Play rausnehmen für eine kurze Zeit und es durch ein Let's Play ersetzen, das ich mit Camtasia aufnehmen kann. Wie ich das jetzt genau machen werde, seht ihr jetzt gleich in dieser Grafik. So, hier ist die Grafik. Ihr seht, ein neues Let's Play wird gestartet und zwar ist es der Pokémon-Hack Pokémon Team Rocket Edition. Das ist ein Hack für die rote Edition. Genau das werde ich im ersten Part sagen. Auf jeden Fall wird dann jeden Tag ein neuer Part kommen. Die Länge wird so zwischen 30 und 40 Minuten sein, weil ich da wirklich viel aufnehmen kann, weil es ja eigentlich nur ein Gameboy-Spiel ist, was grafisch nicht so der Hammer ist und was man schnell rendern kann. So, was Minecraft und Cryostasis angeht, werde ich jetzt es so machen. Und zwar werde ich so machen, dass einen Tag lang Minecraft kommt und einen Tag lang Cryostasis. Das heißt, es wird ein paar folgende Videos kommen, und zwar einmal Pokémon Team Rocket, dann Minecraft, am nächsten Tag dann Pokémon Team Rocket, Cryostasis und so weiter. Also so wird es dann ablaufen. Die Länge von Minecraft und Cryostasis ist leider auf 20 bis 30 Minuten beschränkt, weil Camtasia dann immer beim Rendern irgendwie am Schluss dann was abschneidet vom Video und es dann nicht mehr auf YouTube zu sehen ist. Und es ist meistens, wenn ich es länger als eine halbe Stunde mache, das heißt nur 20 bis 30 Minuten. Ja, und was Team Fortress 2 angeht, das ist ja ein Endlos-Projekt, das gerade überhaupt nicht weitergeht. Das werde ich dann auch fortführen. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Lust auf dieses Spiel. Und zwar werde ich es so machen, dass jede Woche ein neuer Part kommt. Der Tag, wo es rauskommt, immer ist variabel. Das heißt, manchmal kann es am Montag kommen, manchmal am Donnerstag, manchmal am Samstag. Immer unterschiedlich halt. Und die Länge wird 15 bis 20 Minuten dauern, weil ich nicht so viel Zeit halt darin investieren möchte, weil ich ja noch Zeit für die anderen 3 Let's Plays brauche. So, das war's jetzt bis jetzt. Dann sehen wir uns in einem Let's Play von mir, in meinem nächsten. Wahrscheinlich ist es Pokémon Team Rocket oder Minecraft. Dann, ja. Dann verabschiede ich mich. Bis dann. Servus.